Hey Aaron, Stress auf der Antivirus-Demo. Sag mir nicht, dass Hey Aaron auf der scheiß Antivirus-Demo war. Dann könnte das mein neues Lieblingsvideo von Aaron werden, Alter. Ich sag euch, wie es ist. Ich frag doch nur nach. Ich möchte nicht hier filmen. Der labert doch bloß Scheiße. Ich würde da mit dem ja nicht reden. Ich stell doch Fragen. Ja, aber ganz schön überspitzt. Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin bei der Anti-Corona-Demo. Davon gibt es ja tausende Videos hier auf YouTube. Ey, so viele, unglaublich. Und gestern wurde noch ein ZDF-Team nach dem Dreh verprügelt. Und ich dachte, komm, gehe ich doch mal hin und schau mich selbst um, frag mal die Leute, was sie machen, was ihre Meinung ist. Komm, gib mir ein Intro. So gönn Intro, Aaron. Hier wird schon mal eine Menge gebrüllt, das kann ich sagen. Gönn Intro. Komm. Jetzt komm, gönn, Bruder, gönn. Gönn. Kommt in unsere Telegram-Gruppe. Aaron, dein Intro. Es ist einfach Gönnung. Es ist einfach Gönnung, dieses Intro. Geht heim! Gott, wer auch immer das aufgehangen hat, aber ihr seid die fucking MVPs, Bruder. Ihr seid die scheiß MVPs. Das ist großartig. Es ist ja natürlich schwer, die Abstände einzuhalten bei den neuen Regelungen. Deswegen habe ich ein Mikro, das sind 1,80. Dementsprechend kann ich Interviews führen und bin trotzdem weit genug weg, ohne Ärger mit der Polizei zu kriegen. Das ist natürlich sehr geil. Haben Sie was zum Corona-Thema zu sagen? Ihre Meinung dazu? Sicherheitsabstand ist da. Sind Sie zum Meditieren hier oder streiken? Sie haben gerade den Marvin angebrüllt. Weil im Abstand muss man ein bisschen lauter reden. Das stimmt. Versteht man sich nicht. Also ich glaube, dass sehr viel übertrieben ist. Ich habe keine Angst vor Corona. Und warum Corona nicht? Da brauchen wir auch keine Angst mehr haben. Die hat die Alufolie übrigens um die Pfeife, ne? Falls ihr das gerade nicht seht, aber die haben eine Pfeife mit einem Bündel Alufolie drumherum. So sexy wie deine Zuckerschnute. Da ist scheiß Alufolie. Oder halt ein bisschen Crack, ne? Also, das kann ja auch sein, ne? Warum? Ja, die Fakten lagen sind ganz klar. Was ich machen da Fleißige? Sie stehen. Wofür? Fürs Dasein. Und haben Sie Angst vor dem Virus, dass Sie noch krank werden? Nö. Und da sagt noch mal einer, Amerika wäre nicht in Europa angekommen, Bruder. Das ist so nah, wie wir jemals an Amerika rankommen. Florenza sterben so viele Leute mehr wie an diesem Corona. Nö, das ist alles Schwachsinn. Gibt's Coronavirus? An der Florenza sind viel mehr Leute gestorben als an Corona. Virus oder nicht? Das ist ja eine Grundfrage erstmal. Kann ich Ihnen nicht beantworten. Haben Sie keine Meinung zu? Bestimmt habe ich eine Meinung, aber das kann ich Ihnen nicht beantworten. Okay. Meinen Sie, die ganzen Leute weltweit haben sich so zum Sterben verabredet? Die Leute aufgehetzt werden, wie immer. Ja, sind denn die Leute, wo man das sagt, ich bin obduziert worden? Die sind bestimmt an was anderen gestorben. Aber ist es nicht solidarisch, wenn der Kleine nicht kann, dass der Große hilft? Attila Hildmann spendet 1 Euro. Komm in meine Telegram-Gruppe. Halt's Maul, Attila. Xavier, Detlef, Till und KenFM sind auch da. Als Maul, Attila, ey. Sehe ich anders. An ihren schweren Vorerkrankungen sind die alle gestorben. Und Corona war der auch Schubs. Auch in Italien sind die alle an ihren schweren Vorerkrankungen gestorben. Richtig. Haben Sie im Parlament gestern verkündet. Guckt einfach mal mehr. Im Parlament haben Sie es ganz gut. Was kann ich denn gucken, um mich zu informieren? Ah, da gibt es genügend. Mir fallen die gar nicht alle ein. Auf jeden Fall nicht ZDF, ich bin Millionär. Warum seid ihr nicht demonstrieren? Habt ihr Angst vor Corona? Nee. Kiffst du? Nee. Zigarette. Die sieht aber sehr komisch aus. Hallo, warum bist du denn hier?
ehrlich, ach, du bist Aaron, oder? Ja, ich bin Aaron. Sehr cool. Sicherheitsabstand? Der nächste YouTuber. Ja, aus dem gleichen Grund wie du. Ich will den Leuten zeigen, was hier los ist, ungefiltert, ungeschnitten im Live-Bericht. Ja. Weil mir die Pressedarstellung nicht gefällt. Das Warum nicht? Ist komplett verzerrt. Es wird in der Regel von rechten Verschwörungstheoretikern gesprochen. Wenn wir uns aber hier umschauen, kannst du wahrscheinlich bestätigen, ist das eine sehr bunte Mischung. Es ist eine Mischung, wie ich sie noch nie erlebt habe. Fucking Aaron ist so ein Ehrenmann, ey. Mikrofon rum und wissen nichts. Ja, und will mich von Ihnen bilden lassen. Nein, wir können sich nicht bilden lassen. Ich bin ja selber noch dabei. Ach so. Ich halte es für eine übertriebene Panikmache. Natürlich, das ist eine Krankheit, die kann schwere Verläufe haben, wenn man ein Risikopatient ist oder einfach Pech hat. Aber für den Großteil der Bevölkerung ist es nicht gefährlicher als viele hundert andere Krankheiten auch. Richtig, AIDS zum Beispiel ist wirklich gefährlich. Oi, das ist doch auch nicht mehr, Bruder. Ich will nach Irland. Ich will ganz dringend nach Irland. Mir auch mal was zurückgeben. Na, warum sind Sie denn erstmal hier? Ach. Um das Grundgesetz zu verteidigen. Was wird denn da gerade gegen gemacht, was Sie verärgert? Ja, das hier zum Beispiel. Das verärgert mich. Jetzt sind wir drin. Ich habe das Gefühl, sind mehr Pressevertreter als Leute, die demonstrieren. Die meisten sitzen auf dem Boden und meditieren. Also ich bin der Meinung, dass unser Grundgesetz komplett flachgelegt wurde und wir einfach mittlerweile fast nichts mehr zu sagen haben, laut Merkel. Ihr habt ja eine Versorgungslage, da ist ja schlimmer als in der Provinz. Ja, bei mir läuft eigentlich. Und ich möchte das ändern, ich möchte selber mir was sagen, ich möchte nicht, dass Merkel über uns weiter regiert, weil ich bin das Volk, wir alle sind das Volk und wir haben das Sagen. Mein Freund, bitte sei dir über eins im Klaren. Du bist alles, aber nicht das Volk, Bruder. Du bist wirklich alles. Wahrscheinlich arbeitslos oder arbeitssuchend, aber nicht das Volk. Ja, bei dir läuft. Also wenn ich du übrigens auch nicht. Du hast deine Pfaffen, die für dich einkaufen, oder was? Nee, ich gehe selbst in den Supermarkt. Der ist höchstens Volker. Du bist nicht das Volk, du bist höchstens Volker. Mit Maske. Mit Maske? Ja, gut. Also auf meiner Maske steht gut. Meine Mama hat immer gesagt, ich bin das Volk. Ich bin das Volk. Und daran halte ich mich jetzt. Diesen Insolvent. Nee, mein Junge, du hast das nicht verstanden. Ich hab gesagt, das ist der Völker. Na, sag ich doch, ich bin das Volk. Mich, ich bin ja tot. Alles eine Lüge. Gibt's nicht? Nein, gibt's nicht. Aber es sterben ja so viele Leute. Ist ja nicht so, dass... Es sterben jährlich an einer Erkältung 25.000 Menschen im Jahr in Deutschland. Der labert doch nur Scheiße. Ich würde da mit dem ja nicht reden. Ja, der labert echt nur Scheiße. Das ist so nur Müll, was ihr da erzählt. Ja. Aber ich frag doch nur nach. Ich möchte nicht gefilmt werden. Ich frag doch nur nach. Nein, ich möchte nicht gefilmt werden. Er wird aber anders wütend. Ja, mach das Ding weg, Alter. Ja, lass ihn doch. Ich frag. Oh Gott, Alter, Carsten Stahl auf Wish bestellt. Ich mach mir jetzt sicher. Frag doch nur nach. Ja, mag ja sein. Ja, möchte nicht gefilmt. Haben Sie verstanden? Aber dann braucht er nicht von hinten reinbrüllen. Er möchte nicht gefilmt. Warum hat er zum Beispiel so einen Mundschutz, der gar nichts nützt? Der braucht einen FFP3-Mundschutz. Wie gesagt, wir sind keine Verschwörungstheoretiker, gar nichts. Ja? Meine Kinder dürfen nicht in die Kita. Aber ist es bei den Kindern nicht lieber super sicher sein, als irgendeinen Fehler machen? Bei den Kindern? Ja. Es wurde doch erwiesen, dass bei den Kindern das nicht so extrem sein soll. Ja. Also das ist doch, das sagen doch Fachleute und keine Spinner, dass wir den Virus brauchen, um uns weiterzuentwickeln. Und wir gar nicht wirklich feststellen können mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, ob es jetzt Covid-19 oder eine andere Sache ist. Wenn wir unseren Kindern jetzt den Atem verbieten und den Austausch von Bakterien, wie sollen sich da ein Immunsystem... Aber soll das nicht in Maßen stattfinden, anstatt alle auf einmal? Kein so Lappen. Aber dann brüll doch nicht rein. Guck mal, ich frag doch nur nett, du brüllst rein und frag. Ich bin Millionär. Für wahre Demokratie, für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Selbstverwaltung der Werktätigen. Ist der letzte VWL-Diplomstudent, den wir noch haben in Deutschland.
52 Jahre alt, studiert immer noch Volkswirtschaftsdiplom. Frag ich nach und dann diskutierst du nicht. Was würdest du machen? Ich würde sofort sagen, Lockerung, zack, alles wieder offen. Zack, alles offen. Auf Anfang. Frag Ende ja aus. Nach, warum die Leute hier sind und krieg nicht so die richtige Antwort. Und wenn ich nochmal nachfrage... Weil jeder seinen eigenen Grund hat, hier zu sein. Warum sind Sie denn hier? Mein Grund ist die Verteidigung der Grundrechte. Warum muss sie gerade verteidigt werden? Weil sie eingeschränkt sind durch die Corona-Gesetzgebung. Und warum ist es nicht gut, dass sie dadurch eingeschränkt sind? Weil es niemals gut ist, Grundrechte einzuschränken. Zur Sicherheit? Oh ja, wer die Sicherheit über das Recht steht, wird alles verlieren. Und das wollen wir auf keinen Fall. Und wie würden Sie es machen? Nein, der Spruch ist anders. Wer Sicherheit über Freiheit stellt, verliert am Ende beides. Das ist der Spruch. Nicht, wer Sicherheit über Freiheit stellt, der verliert dann auch eins. Der verliert dann die Sicherheit. Nein. Na, ich würde die Sicherheit nicht übers Recht stellen. Das Recht steht über allem. Gibt es Corona? Fangen wir mal so an. Wir müssen ja auf ein Level kommen. Hast du Angst, dass deine älteren Liebsten krank werden? Nein. Nein. Ihre Fragestellung drängt in eine gewisse Richtung. Das ist nicht schön als Journalist. So macht man sowas nicht. In welche? In eine Richtung, die sagt, die Leute, die hier sind, haben einfach keinen Durchblick und wissen nicht, was sie tun und wissen nicht, warum. Nee, ich komme nur her und will mich informieren und fragen, was die Leute denken. Ja, aber da müssen sie die Fragestellung anders machen. Ich glaube, wenn irgendjemanden jemals irgendwo hinstellt, um ihn als Idioten darzustellen, dann er hier mit sich selber. Und deswegen. Hölle, 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 Hölle! Corona! Oh, ja, die sowieso, ob gestern, ob heute. Tut sie auch was dazu, dass die Leute hier einen schlechten Ruf haben? Sie haben sich ja gut artikuliert und... Ja, da war auch schon einen kleinen Sekt getrunken beim Bäcker, oder? Nur, ich hätte gerne mehr Kornbrötchen und auch so eine kleine Flasche Prosecco, wenn sie die da haben. Die Kleinung schon. Gut geantwortet und dann ist das so. Ich bin sofort da. Ja. Und wissen Sie, bei jeder Demonstration bildet sich ein Querschnitt der Bevölkerung ab. Und der Querschnitt der Bevölkerung gehören auch die Verrückten dazu und die haben genauso das Recht. Impfen kann Nervenschäden verursachen. Im Jahre 2009 wurde der Gegner, die dagegen demonstriert haben. Liest du das gerade zum ersten Mal? Liest du es jetzt auch zum ersten Mal? Nö. Achso. Ich bin jetzt einfach nur nervös. Ah, okay. Liest du das gerade auch zum ersten Mal? Oh Gott, wie kann man einem so indirekt und hart die Ehre nehmen? Aaron, das ist ja brillant. Das war großartig. Macht die Kamera weg, spendet 1 Euro. Wie wäre es, dass alle im Video eine Vollmacht unterschreiben, bei einer Erkrankung nicht medizinisch behandelt zu werden? Den Gedanken gibt's ja schon. Nur eine harmlose Erkältung. Ehre. Das gibt's ja schon. Ach so, noch eine letzte Frage von mir. Man sagt, hier ist ja sehr viel Gewaltbereitschaft. Gestern wurden die Kollegen vom ZDF angegriffen. Ja, das ist eine Sache, die gar nicht. Wenn die Presse angegriffen wird, dann ist wirklich, das ist so... Anonymous spendet 2 Euro. Alda, der eine hat Angst, als Idiot dazustehen und in dem Moment fängt die an, wie ein Downie zu singen. Kann man sich nicht ausdenken. Timing war... schlecht eher. Der letzte Zipfel wirklich zum Chaos, weil das ist eine Sache, egal was ihr wie berichtet, mit welcher Funktion, was ihr jetzt rausschneidet oder drin lasst oder sowas. Ich schütze euch, ihr seid sozusagen die fünfte Gewalt im Staat. Ja. Die Erfahrung macht einmal kurz auswählen, dass die Berichterstattung im Nachhinein halt in die Richtung ging, wie du gerade gesagt hast, dass auch dann wieder irgendwelche Verschwörungstheoretiker, also Menschen, die keine Ahnung haben oder die ja, irgendwie komisch dargestellt werden. Und what is in your bag? In my bag I have gypsy tears to protect me from AIDS. Das machst du häufig und deshalb... Guckst du meinen Kanal? Ab und zu gucke ich mal rein und informiere mich. Ja. Und dann sehe ich, dass du Leute oft darstellst, die... Ich stelle Fragen und schneide die Antworten an. Du stellst auch zum Beispiel Behinderte falsch dar,
dieser Typ, der bei der Venus gesagt hat, mega geil. Du kennst meine Venus-Videos? Genau, auch die gucke, ja. Sehr schön. Ja, ich gucke auch Pornos, aber warum sage ich deine Venus-Videos? Unsererseits gibt es keine Vorurteile. Das ist ein behinderter Mensch und jetzt stellst du da, als wenn er ein Affe ist. Und deshalb finde ich das scheiße, was du machst, und deshalb sage ich das hier. Das ist ja auch dein gutes Recht. Ja, schön. Ich stelle doch Fragen. Ja, aber ganz schön überspitzt. Du hast eine ganz schön spitze Zunge. Was macht denn unsympathisch TV da? Weiß ich nicht, das ist, hä? Sascha? Muss das denn jetzt sein wieder, dass du da auch wieder rumpöbelst? Ich frag doch nur nach. Ja, aber die Art und Weise, wie du fragst, du bist nicht objektiv. Wie soll ich denn objektiv fragen? Frag mich doch mal objektiv, oder frag doch den Kollegen objektiv jetzt. Das ist doch nur Gelaber, das ist doch nur Gelaber. Also du hast Blut an deinen Händen und kriegst das nicht mit und irgendwann wirst du nicht. Übrigens, ich wurde gerade angemeckert, was ich hier für ein Scheiß drin, was ich für ein Idiot bin. Und Marvin ist ja immer hinter der Kamera dabei. Und da kam einer auf ihn zu und meinte, ich habe dich bis jetzt gefeiert, aber dass du mit Aaron so eine Scheiße machst, jetzt nicht mehr. Das tut mir leid. Jetzt hat Marvin einen Follower weniger, 50% verloren. Ich glaube, ihr habt gerade da deutlich, deutlich mehr als einen mehr gewonnen. Also ich bin ein großer Fan von diesem Video. Ich finde das großartig. Dementsprechend geht doch mal bitte zu Marvin rüber. Abonniert den Kanal, weil da kommt demnächst was ganz Großes. Sorry, Marvin. So, meine Lieben, das war's von der Anti-Corona-Demo. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Jetzt muss man sich erstmal bedanken. Erstmal danke an alle Leute, die für ihre Meinung auf die Straße gehen. Super gut, vielen Dank. Ob ich die Meinung teile oder nicht, geil. Vielen Dank an die Polizei, dass sie alles sichern. Und ich glaube, die Polizisten hätten auch gerne samstags frei und würden Eis essen mit der Familie. Aber die sind da und arbeiten und ihre Arbeit ist nicht einfach. Und vielen Dank an die Leute, die heute die ganze Zeit von hinten reingebrüllt haben und wenn ich die dann im Interview haben wollte, gesagt haben, nee, mach ich nicht. Das sind die größten Luschen. Ey, wirklich, ihr seid die größten Pfeifen. Geht nicht schlimmer. Aber was ich gut finde, wenn sich Leute eine Meinung bilden, und das sollt ihr auch machen, lest verschiedene Medien, macht eine Meinung für euch klar und wenn ihr die habt, vertritt die. Und dann auch vor der Kamera. Aber bitte nicht wie so eine verrückte Frau. Weil, ey, ganz ehrlich, das wirkt nur lächerlich. Also manchmal muss man sich auch über die Außendarstellung im Kopf machen. Und da wie so eine 12-Jährige bockig dann singen und guck, Alter, was ist los? Alter, kein Wunder, warum manche sich über Anti-Corona-Leute lustig machen. Gab aber auch ein paar gute in dem Sinne. Macht euch eure Meinung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. So doll habt ihr nicht mal auf der Gamescom abgestaubt, oder? Da braucht man ja dabei, ne? Ich habe nichts verstanden, aber okay, cool. Hey, ihr seid eine Bauernklasse. Optisch sieht man das, aber warum? Ja, ich bin kein Bauer. Nee, sondern? Förster. Und, wie viele Schweine hast du schon geschossen? Sehr, 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 sehr nice. Sehr, sehr nice.